ich habe es geschafft. Ihr seht es ja schon in der Beschreibung. War of the Spark, japanisches Booster. Also japanisches Booster. Made in the USA. Hier sind alternative Arten von Planeswalkern, Artworks von Planeswalkern drin. Und haben auch nicht dieses lustige Runter-Zip-Teil. Ja, War of the Spark, japanisch. Eine Erfolgsgeschichte, die sich dann bis nach Strixhaven und darüber hinaus gezogen hat. Und gucken wir uns mal an. Wie immer bei diesen japanischen Boostern, ihr wisst schon Bescheid, ich kann kein Japanisch. Ich weiß, dass diese Karte Mentor hat. Viele Karten erkenne ich auch, aber nicht alle. Und deswegen seht es mir nach, wenn ich nicht ganz so viel über die Karten rede. Die hat Mentor, ich weiß aber nicht mehr, was sie macht. Irgendwas mit einer 2. Okay, wird zu einem 1-1 und hat keinen Effekt mehr, glaube ich. Dude, you're walking at a wall. Mit Nicol Bolas. Zum 1. Das heißt wahrscheinlich fliegend. Mhm. Cooles Artwork. 3-1-5. Vermutlich Wachsamkeit. Ich bin mir nicht sicher. 2-1 Trampel. Das ist mal ein geiles Artwork. Diese ganzen Armee-Token da unten. Ja, sehr, sehr cool. 2-1 und ja. 2-Mana kriegt man wahrscheinlich 1 Mana. 2-1-1 fliegend, vermutlich ein Mehrfolg. Interessant. What the fuck? Das ist aber nicht Lilly. Das ist auch nicht ein anderer Planeswalker. What? Das ist ein Rakdos-Symbol. Ein Rakdos-Symbol. Oh mein. Nee, Golgari-Symbol. Ist das ein Rakdos? Sie ist von Rakdos, sie ist von Golgari und deswegen gibt es ein Ra-Golgari-Symbol. Nee, ein Golgados-Symbol. Golgados. Und wir haben, ich glaube, der ist sogar alternativ Artwork, den Minotauren. Angrat heißt der, glaube ich. Und Kaya's Oath, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Sehr coole Karte eigentlich. Und, oh mein Gott, 3-1-2 und wenn er angreift, kriegt der, kann er +1/+1 auf Goblins geben nach dem Angriff und so ein Quatsch. Sehr cooler Goblin, Krenko Street irgendwas. Und ja, so viel zum japanischen Booster. Wie gesagt, japanisches Booster, kann ich nicht viel zu sagen, deswegen sind die Videos ein bisschen kürzer. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wenn ich irgendwas daneben gelegen habe. Ihr liebt das ja sowieso. Und oh, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Oblixi, ciao, ciao.